Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wizard 101 und der ersten Folge Back to the Roots. Keine Facecam mehr. Ich hoffe, in der Zwischenzeit ist das Infovideo zu dem Thema rausgekommen. Ansonsten wird es auf jeden Fall noch erscheinen, wo ich alles erkläre, wie es hier auf diesem Kanal weitergeht. Und jetzt, wo ich das hier so gerade sehe und wieder mit der Aufnahme gestartet habe, fällt mir auf, dass ich auch wieder einen Timer brauche. Ja, gut vorbereitet, Kaius. Ne, weil ich jetzt nicht mehr mit Facecam aufnehme. Okay, gut. Ab jetzt theoretisch täglich eine Folge Wizard 101. Wir haben in der letzten Folge die Brutmutter das zweite Mal besiegt, zwar mit ein bisschen mit Gehilfen, aber tja. So, kurze Unterbrechung. Wir sprechen jetzt mit Königin Sabina und ich bin immer gespannt, was uns die Tante zu sagen hat, denn ihr munkelt ja alle schon, dass ich kurz davor bin, in den Mondklippen, Schattenmagie zu erlernen oder so, wie auch immer. Zauberwirker, was du heute getan hast, lässt sich kaum in Worte fassen. Das finde ich auch. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Die Gelbjacken stehen noch immer unter Morgantes Einfluss. Wir müssen sie retten. Wenn wir die Mondenkrone wiederherstellen können, ist es dir vielleicht möglich, der Schattenkönigin die Kontrolle über den Turm der Mondfinsternis zu entziehen. Mhm. Von dort aus kannst du ihren Zauber brechen, mit dem sie Bastei und mein Volk knechtet. Du musst das fehlende Kronenstück finden. Einen Edelstein, den man die Mondenträne nennt. Sie ist eine schreckliche Kreatur, die in der Schatzkammer Basteis haust und misstrauisch über ihre Schätze wacht. Wenn jemand die Mondenträne gefunden hat, dann sie. Na supi, also sprechen wir jetzt mit der gefräßigen Schabe in Bastei. Da beamen wir uns natürlich direkt mal hin. Wie viele Leute sind eigentlich online? Ich spiele gerade am Samstagabend und es sind gerade mal 5 Leute online. Von meinem 150 Freunde umfassenden Freundeskreis. Ne? Das wollte ich nur mal anmerken. So von wegen Wizard 101 ist tot und so. Könnte schon was dran sein. So, wir sprechen jetzt erstmal mit der gefräßigen Schabe. Mit der gefräßigen Schabe muss ich ja hundertprozentig auch kämpfen, nicht wahr? Gucken wir mal, was uns die gefräßige Schabe zu sagen hat. Ich nehme jetzt wieder mit Shadowplay auf und deswegen läuft das Spiel jetzt super flüssig. Oh, die ist aber dick. Oh, die ist aber wirklich dick. Das ist ja ein Brummer, wa? Haha. Hallöchen. Holla, die Waldfee. Mann, oh Mann, oh Mann. Nun, welche Kostbarkeiten bringst du der gefräßigen Schabe? Wie? Du suchst nach der Mondenträne? Die sieht aggressiv aus. Gegen die muss ich hundertprozentig kämpfen, oder? Schön, ich werde sie dir geben. Wenn du mir im Austausch nicht weniger als 42 Schätze bringst, die ich begehre. Sie sind im ganzen Land verstreut. Wie war das? Du hast Gravallo, den Jäger, besiegt? Und die Skorpionkönigin? Und die Brutmutter? Nun gut, warte. Ich verrate dir ja, wo sie ist. Die Mondenträne ging in der Höhle des Abgrunds in der Purpurschlucht verloren, den finstersten Flecken in ganz Chrysalis. Also los, nimm deine schrecklichen Drohungen und deinen Zauberstab und lass mich in Frieden. Frag diese kaltblütige Zaltana, wie du die Höhle des Abgrunds findest.
Hat Respekt vorm Kevin. Genau so muss das sein. Genau so muss das sein, mein lieber Freund. Der große Kevin Kupferknospe. Wenn du wüsstest, was ich noch alles getan habe. Also hat der Kevin mal ein bisschen vor dem angegeben, ne? Ich habe das und das und das gemacht. Gib mir was, sonst gibt's was auf den dicken Ballig. Zauberwirker, es erstaunt mich, dich so rasch schon wiederzusehen. Die Schattenkönigin hat uns befohlen, nach einem Zauberer aus Wizard City Ausschau zu halten. Sie sagt, diese Person bereite ihr großen Ärger und raube ihr den letzten Nerv. Deshalb hat die Schattenkönigin demjenigen eine saftige Belohnung versprochen, der ihr den Zauberstab des Störenfrieds bringt. Das bin doch ich. Oder seinen Kopf. Oder beides. Oh, ich muss bestimmt irgendwann noch gegen die Sultana kämpfen. Ich muss zugeben, dass ich mich über eine saftige Belohnung freuen würde. Wie schade, dass ich nur dich kenne, Zauberwirker. Aber keinen einzigen Zauberer. Ich nehme an, du hast der Brutmutter die Mondenkrone gebracht? Wir haben vom Apiarium in letzter Zeit nicht viele Berichte erhalten. Gut, mehr will ich gar nicht wissen. Nun bist du auf der Suche nach der Höhle des Abgrunds? Sie liegt in der Purpurschlucht. Frage am besten Kapitän Ketor ihr Roll nach dem Weg. Den Rollskapitän, frage ich da claro. Kein Problem. Was haben wir hier eigentlich noch für Quests? Lasst mal gerade schauen. Wir müssen... Ach, hier im letzten Hain gibt es noch die Höhle der Ehrfurcht. Dafür gibt es auch nochmal 53.000. Ich muss noch Grillen finden. In der Purpurschlucht immer noch eine Chrysantheme. Das war's aber. Keine offene Quest hier. Und wir müssen nochmal in den Tartarus und Kronos finden und besiegen. Dafür gibt es gerade mal 41.000 Erfahrungspunkte. Ist jetzt nicht wirklich viel, ne? So, wir beamen uns am besten in die Purpurschlucht. Dumm-di-dumm-di-dumm. Tja, der gute alte Kevin. Kann sein, dass die Musik was leise ist? Ich weiß es nicht. Ich könnte auch gut sein, Leute, dass jetzt hier in dieser ersten Folge... Sorry, der Ton so ein bisschen failed noch. Die erste Folge ohne Facecam. Arbeitserleichterung. Dafür gibt es aber auch mehr Folgen. Und so weiter und so fort. Muss das natürlich jetzt alles hier noch wieder ein bisschen neu abstimmen aufeinander. Weil ich jetzt etliche Folgen lang das anders gewohnt war. Und jetzt, müssen wir uns ein bisschen umorientieren. Boah, du stinkst nach Kakerlakenschleim. Ey, der beleidigt mich immer wegen meines Geruchs. Ich meine, ich kann ihn ja voll und ganz verstehen, ne? Aber langsam reicht's. Ich hab's verstanden. Oder riecht es hier nach Basteis Verräter? Konntest du Cornelius schon aufspüren? Nein? Schade. Na schön. Nun, warum bist du schon wieder hier? Die Höhle des Abgrunds? Du suchst dir gerne die gruseligsten Sehenswürdigkeiten aus dem Katalog aus, hä? Darin ist es sehr dunkel. Wirklich sehr dunkel. Kristallgeoden könnten dir den Weg leuchten, wenn du ein paar von ihnen aufbrichst und sie freilässt. Meine Leute kauen gerne auf ihnen herum. Gut für den Magen. Du musst dich also mit den 100 Beinen anlegen, um welche zu bekommen. Viel Glück. 100 Beine besiegen. Na super. Guckt mal hier. Soll ich mich mal dazu gesellen? Wie ging das nochmal? So. Ist das nicht ein Bild für die Götter? Hat auch gar nicht die Antwort abgewartet hier, der Mario Blitz, ne? So, wir müssen 100 Beine besiegen. Seid ihr das? 100 Beine, gut. Dann rüsten wir mal, wie gewohnt, unser Hauptkartenspiel aus. Und auf geht's zur lustigen Meute. 6 muss ich besiegen, das ist natürlich nicht wenig. Komm ruhig. Ja, ich habe mit Absicht das angelassen. Sonst hätte ich es auch ausgestellt, weil wir wollen ein bisschen voran machen. Schluss mit dem Rumgedödel. Wollen wir ein bisschen vorwärts kommen im Spiel, nicht wahr? Was halt auch ein Grund ist, weshalb ich jetzt ohne Facecam aufnehme. Schluss damit.
So. Tja, ich hatte mich aber so daran gewöhnt, die Facecam laufen zu lassen, wo immer wunderbar die Zeit drauf nach oben lief. Und jetzt geht das gar nicht mehr. Tja. Wie lange wirst du aufnehmen? Noch eine Weile. Ich kann dazu jetzt gerade konkret nichts sagen. Ach, guck mal, da geht's schon wieder los. Ja, super. Ich bleibe cool. Es ist meine erste Folge bei dieser Aufnahmesession. Und da bleibe ich noch gelassen. Felix Rauchzweig, ja Leute, das sind alles diese Namen. Ich gucke gerade in die Kamera, die gar nicht mehr da ist. ja. Hm? Du warst bei mir eine Puppe. PvP. Ach Leute, das ist schon so lange her. Kairos, es guckt dich keiner mehr an jetzt. Du brauchst nicht unbedingt. Leute, übrigens. Carlos, huch, du spielst dieses Spiel noch? Ja. Folgst du nicht die Videos? Ja, mal ein bisschen. Tja, was machen wir denn da? Hm. Passe. Pass ich. Ich tippe jetzt einfach mal. Ich weiß es aber nicht mehr. Die Zeit, die vergeht so, ne? Was Wolf Hexenreiter schreibt? Maus mal an. Maus mal an. Was mag das bedeuten? Ich weiß es nicht. Oh, ey, geil, guck mal wieder. Was hat der denn für eine Animation? Das habe ich ja noch nie gesehen. Der tanzt ja hier wie bei Saturday Night Fever. Voll geil drauf, der Typ, oder? Sehr sympathisch, auf jeden Fall. Da wird mir doch der Waldfürst direkt mal... Ja. Sehr sympathisch. Ich glaube, ich habe dir... die vor einem Jahr aktiv geguckt, bin eher auf LOL umgestiegen. League of Legends finde ich so langweilig. So Leute, können wir jetzt mal hier den Trupp besiegen? Ihr könnt auch ruhig angreifen hier, Felix, komm. Greif ruhig an. Es ist nur ein Straßenkämpfchen. Ein klitzekleines Straßenkämpfchen. Ach, ist das süß. Der Kevin. Da treibt er sich hier wieder mit dem Ungeziefer herum. Bist im Moment auch der einzigste Freund, der online ist. Lieber Carlos. Es gibt keine Steigerung von einzig. Einzigste ist falsch. Tut mir leid. So, Leute, die Folge ist bereits zu Ende. Das ging jetzt aber verdammt nochmal rasant, oder? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich check mal gerade, ob das hier alles so richtig funktioniert hat. Und dann wird es hier wahrscheinlich in der nächsten Folge noch ein bisschen anders laufen. Oder auch nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.